Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Herzlich willkommen aus dem Studio von Europafoto Mantai in Wismar zu einer neuen Ausgabe unseres IHK-Magazins. Unser Thema heute: Einzelhandel braucht Innovation und neue Wege im Marketing. Unsere Gäste sind Andreas Mantai, Inhaber der Fachgeschäfte Europafoto in Wismar und Güstrow und Mitglied im Handelsausschuss der IHK zu Schwerin. Und Stefanie Richter, sie ist Leiterin des Geschäftsbereiches Standortpolitik international bei der IHK zu Schwerin. Aus Wismar begrüßt sie Thomas Böhm. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Wachstumsregion Westmecklenburg. Heute wieder einmal aus der Hansestadt Wismar. Wir dürfen hier zu Gast sein beim Fotostudio Mantai, bei Foto Mantai, dem Unternehmen. Andreas Mantai ist hier auch in unserer Runde und wir haben uns auch Stefanie Richter eingeladen. Sie ist Leiterin des Geschäftsbereiches Standortpolitik und Internationales bei der IHK zu Schwerin. Und in dieser Runde haben wir uns vor einem halben Jahr schon einmal getroffen. Einen Tag später kam der Lockdown und es war alles anders. Doch bevor wir einsteigen ins Gespräch, einen kleinen Beitrag zu Foto Mantai. Heute sind wir zu Gast bei Europafoto Mantai in der Krämerstraße in Wismar. Seit 1985 ist Inhaber Andreas Mantai als Fotograf selbstständig. In seinem Laden bietet er neben modernster Fototechnik auch die ganze Bandbreite der Fotografiedienstleistungen an. Natürlich sind die Profis von Europafoto Mantai auch auf privaten und wirtschaftlichen Veranstaltungen mit ihrem Know-how präsent. Ob Hochzeit oder Schiffstaufe, ob Jugendweihe oder Firmenjubiläum, hochwertige Fotos zählen und bewahren den Moment. Europafoto Mantai ist breit aufgestellt. Längst haben Digitalisierung und Online-Geschäft Einzug gehalten. Neue Ideen sind auch bei Mantai gefragt. Das Unternehmen muss sich von den großen Wettbewerbern durch Individualität und regionale Identität absetzen. Das gelingt. Ja, Herr Mantai, wie haben Sie den Lockdown überlebt, kann man ja sagen? Ja, den Lockdown haben wir überlebt, das ist erstmal positiv zu konstatieren. Im Endeffekt waren 6 Wochen Schließung schon hart für uns, das haben wir so in unserer Geschichte, ich bin jetzt 35 Jahre selbstständig, noch nicht erlebt. Das haben, glaube ich, noch keine Unternehmen erlebt. Im Endeffekt müssen wir unterscheiden zwischen unserem Einzelhandelsunternehmen und unserem Dienstleistungsunternehmen. Der Einzelhandel hat sich so weit erholt, dass wir sagen können, durch den guten Tourismus in diesem Jahr, aber natürlich auch unsere eigenen Einwohner hier aus der Region, sind wir auf dem Stand des Vorjahres in den Monaten, natürlich fehlen uns 6 Wochen. Der Dienstleistungsbereich sieht etwas anders aus, da haben wir auch heute noch mit zu kämpfen. Dadurch, dass der Dienstleistungsbereich für uns natürlich auch eine Ertragsquelle ist, ist es schon schwierig, uns fehlen entsprechende Veranstaltungen, einige Hochzeiten wurden abgesagt. Die Jugendweihen sind gerade zu Ende, sind gerade erledigt, aber auch dort sind viele Jugendlichen nicht hingegangen, aus Angst oder warum auch immer. Das heißt, für uns fehlen einfach Erträge. Ja. Frau Richter, auch die IHK zu Schwerin hat in dieser Krise, war in dieser Krisenzeit nicht tatenlos, die Krisenzeit hält ja an, aber auch zum Lockdown. Wie haben Sie sofort reagiert auch?
Wir haben natürlich vor allem versucht, die Unternehmerinnen und Unternehmer zu beraten. Es gab ja eine ganz große Unsicherheit, was darf man eigentlich noch, was darf man nicht mehr. Also das hat einen sehr großen Umfang unserer Arbeit eingenommen. Dann gab es ja relativ schnell nach ungefähr einer Woche auch die ersten Soforthilfen, die aufgesetzt worden sind vom Bund und Land. Auch dazu haben wir die Unternehmen sehr intensiv beraten. Und speziell für die Handelsunternehmen haben wir dann natürlich auch geschaut, welche Händler brauchen Unterstützung, um dann vom stationären Einzelhandel auch den nächsten Schritt zu gehen und eben die Produkte auch online anzubieten. Und da sind wir immer noch dabei, auf diesem Weg die Händler zu unterstützen. Haben Sie Händler verloren in dieser Zeit? Gibt es sozusagen schon Insolvenz in dem Bereich? Es gibt natürlich auch schon Insolvenzen, ganz klar, aber dadurch, dass erstmal bis Jahresende die entsprechende Pflicht ausgesetzt ist, sehen wir im Moment noch nicht das ganze Bild. Also das wird sich erst Anfang kommenden Jahres zeigen, wie viele Unternehmen tatsächlich dieses Jahr leider nicht überleben werden. Sie haben auch dem Unternehmen Mantai persönlich geholfen, indem Sie in dieser Zeit geheiratet haben. Das war wohl ein wichtiger Einschnitt für Sie auch. Was hatten Sie für Erfahrungen gemacht? Wie lief das ab, in Krisenzeiten eine Hochzeit zu feiern? Also die Hochzeit war lange geplant. Das war jetzt keine gezielte Unterstützungsmaßnahme für das Unternehmen. Das war alles fertig. Der Termin war im Mai. Und wir mussten dann die Feier leider absagen, haben uns entschieden, nur standesamtlich zu heiraten, auch nur zu zweit, haben aber gesagt, wir wollen eben sehr gerne die Fotografin, die Mitarbeiterin dann dabei haben, um eben dann die Erinnerungen zu haben und auch unseren Familien dann die Fotobücher zur Verfügung stellen zu können, die Online-Fotogalerie, die sich dann Familie und Freunde anschauen konnten im Nachgang und sich dann auch noch Bilder bestellen konnten. Insofern konnten wir doch so ein bisschen den Tag dann auch mit den Liebsten teilen, auch wenn es nicht dasselbe war wie so eine richtige Hochzeitsfeier mit allen, die man eigentlich dabei haben möchte. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Frau Richter. Danke. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie unserem kleinen Einschub hier gefolgt sind. Wir wollen Ihnen jetzt mal vorstellen, was im Hintergrund läuft, was Politik natürlich, was die IHK, was die Unternehmen tun, um auch diese Krise zu bewältigen und sich dort auch vielleicht neu aufzustellen. Schon im September hatte die IHK zu Schwerin zusammen mit dem Handelsverband Nord und Mecklenburg-Vorpommerns Digitalisierungsminister Christian Pegel auf der Landespressekonferenz eine Studie zum Wandel im Kaufverhalten der Kunden vorgestellt. Unabhängig von Corona lässt sich eines klar erkennen: Der Trend geht seit Jahren ins Internet. Wir werden auch als Institution, als Industrie- und Handelskammern hier in Mecklenburg-Vorpommern jegliche Aktivitäten unterstützen, zum Beispiel das Dialogforum Einzelhandel, das auch schon in den letzten Wochen ja seine Arbeit aufgenommen hat. Aber ich denke, es ist umso wichtiger, auch zu schauen, dass hier die Dinge auch dementsprechend beschleunigt werden. Minister Christian Pegel versucht mit einem eigenen digitalen Handelsportal den Internetriesen Parodie zu bieten. Auch auf der Landespressekonferenz warb er für www.marktplatz.digitalesmv.de. Hier können Händler kostenlos ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren und Kunden einkaufen. Wir sind momentan auch so ein bisschen in der Henne-und-Ei-Debatte, die nach oben bewegen muss, dass auch die Kundschaft hier im Lande, die mit einem gewissen Lokalkolorit einkaufen mögen, aber sagen, ich schaff's in der Woche nicht, ich will jetzt Sonntagabend gucken, trotzdem als allererstes hoffentlich dann irgendwann auf unserem Portal schauen, dass wir die Aufgabe der nächsten 12 bis 18 Monate besser machen, bei den Händlern und Händlern bekannter machen, viele von denen raufkriegen, wenigstens als parallel zum stationären Handel mögliche Handelsplattform und drittens bei der Kundschaft bekannter werden. Neben der Unterstützung der Unternehmen bei der Digitalisierung beschäftigt sich gerade der Handelsausschuss der IHK zu Schwerin mit dem Thema Belebung der Innenstädte. Auf einer Tagung Mitte Oktober in Wismar diskutierten Händler und Händlerinnen das Thema mit Akteuren der IHK und den Kommunen. Mitglied sind ja viele Handelsprotagonisten aus dem Kammerbezirk und wir gehen gerne in die Fläche, um uns dort auszutauschen und die lokalen Probleme vor Ort zu erörtern und für unsere Arbeit als Hilfsmittel
zu nutzen. Hier geht es erstmal erstmal darum, die beiden Teile miteinander zu verbinden, um einfach auch Synergien und Potenziale noch besser herauszukitzeln und natürlich die Innenstadt noch attraktiver zu machen, noch lebenswerter, noch erlebniswerter und hier im Prinzip mit den Akteuren zusammen etwas Neues auf die Beine stellen. Für die Ladenhändler sind lebendige Innenstädte ein Erfolgsgarant. Dabei sind alle Akteure gefragt. Kommunen und Unternehmerinnen und Unternehmer müssen gemeinsam mit lukrativen Veranstaltungen und Aktionen für Leben auf den Straßen sorgen. Gerade unterstützt das Land den lokalen Handel mit einer Werbekampagne. Ja, Frau Richter, wir haben es gesehen, also spannende Entwicklung hier im Land. Aus Ihrer Sicht nochmal, wie entwickelt sich der Handel, welche Rolle spielt der Handel in Mecklenburg-Vorpommern? Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Jahren insgesamt leicht positiv entwickelt. Wir haben ungefähr 8,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr im Handel in Mecklenburg-Vorpommern, wobei sich der Online-Umsatz deutlich stärker entwickelt als der stationäre Einzelhandel. Das sehen wir schon deutlich, dass da die Wachstumsraten höher sind. Insofern schauen wir natürlich schon darauf, wie sich eben das auch auf die Innenstädte auswirkt. Der Handel ist natürlich auch Frequenzbringer in der Innenstadt für andere Geschäfte, auch für die Gastronomie zum Beispiel, belebt die Innenstädte, hat eine wichtige Funktion. Insofern schauen wir natürlich sehr genau darauf, wie sich eben diese Zunahme des Onlinehandels dann auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auswirkt und versuchen, die Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie es eben schaffen, zusätzlich zu ihrem stationären Einzelhandel eben auch den Onlinehandel als weiteres Standbein mit aufzubauen und unterstützen sie dabei mit unterschiedlichen Beratungsleistungen und eben auch Aktionen. Können Sie das bestätigen, Herr Mantai? Ist es dieser Moment der Beratung, der für die Kunden so wichtig ist? Also wir müssen heute unterscheiden. Einzelhandel findet heute wirklich so statt, der Kunde erwartet und braucht Erlebnis oder möchte Erlebnis haben. Ware über den Ladentisch zu reichen, ist vorbei. Und wer das heute nicht anbietet und Erlebnis auch schafft, und diese Kombination online, offline anbietet als Schaufenster, als Möglichkeit auch von zu Hause schon zu schauen, der wird auf Dauer nicht überleben. Wie hat sich Ihr Branchensegment, also gerade das, was mit Fotografie, was mit Technik zu tun hat, wie hat sich das gewandelt in den letzten Jahren? Ja, ich vermute, dass wir eine Branche sind, wo das Online-Thema extrem ausgeprägt ist. Wir liegen derzeit schon bei 44,6% Online-Anteil, das heißt also, unsere Ware, unsere Fotoapparate, und die werden natürlich auch immer höherwertig, werden online gekauft. Nichtsdestotrotz hat der Facheinzelhandel im Gegensatz zu den Großmärkten und zu den anderen Anbietern natürlich sind wir dominant und sind extrem gefragt, weil unsere Ware beratungsintensiv ist. Ein Produkt so um die 1.000 bis 2.000 Euro kauft man nicht unbedingt online. Beziehungsweise die nachfolgenden Produkte, ob jetzt ein Objektiv, das findet schon statt. Aber der Einstieg findet bei uns im Endeffekt schon, Ja, Frau Richter, lässt sich was sagen dazu, wie sich das Kaufverhalten der Kunden, denn Sie haben schon angesprochen, auch geändert haben. Das ist ja radikal gewesen in den letzten Jahren. Genau, das sieht man, dass sich das kontinuierlich verändert. Und in der Studie zum Online-Kaufverhalten der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ja auch sehr genau gesehen, dass vor allem die jüngere Generation deutlich online-affiner ist als eben die ältere Generation. Und es ist ja nicht davon auszugehen, dass die Menschen jetzt, wenn sie älter werden, ihr Verhalten gänzlich ändern werden, sondern sie werden ja diese Affinität dann weitertragen in ihrem weiteren Lebensweg. Insofern müssen sich alle darauf einstellen, dass eben auch sehr viel mehr online dann gekauft wird in Zukunft, und das stellt natürlich dann auch die Händler vor Herausforderungen, sich auf dieses Kundensegment stärker einzustellen. Tun Sie das, Herr Mantai? Stellen Sie sich auf dieses Kundensegment stärker ein? Kann das der Einzelhandel ein? Kann der gegenhalten gegen Amazon und wie die Portale alle heißen? Davon bin ich überzeugt. Das geht. Man muss nur die richtigen Werkzeuge finden und damit natürlich auch mitgehen, und das ist dann schon möglich. Ja. Wie machen Sie das konkret? Wir haben einen Online-Shop auf unserer Seite, der natürlich auch sehr aktiv gepflegt wird. In unserer Branche ist der Preisunterschied zum Amazon-Preis gar nicht mehr so relevant. Es ist nur die
was zeigt oder was prägt im Endeffekt Amazon? Kunden, die möchten Verlässlichkeit haben, die möchten Vertrauen haben und das ist unsere Aufgabe. Im Endeffekt dort auch nachzubessern und unser Gesicht auch so online zu zeigen, dass der Kunde auch Vertrauen hat, bei uns einzukaufen. Ja, Herr Mantai hat das schon angesprochen, Frau Richter auch. Das Thema, Stichwort ist Innenstadt und Erlebnis in der Innenstadt. Und wir wissen, dass unsere Städte Mecklenburg-Vorpommern Probleme haben, was die Belebung der Innenstadt anbelangt. Wir waren bei einem Händler zu Gast, der in Parchim versucht, mit neuen Konzepten die Innenstadt zu beleben. Die lokalen Einzelhändler in den Innenstädten kämpfen vielerorts um das Überleben, so auch in der Langen Straße in Parchim. Hier zog 2008 das Fahrradgeschäft Zweirad Nickel ein, ein Traditionsunternehmen. Seit 1999 leitet Birger Nickel das Geschäft. Auf 400 Quadratmetern finden Kunden eine umfangreiche Auswahl an Dienstleistungen und Produkten. Ein beispielhaftes Vorbild für den lokalen Einzelhandel, der besonders von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Mit Fokus auf den Online-Handel hatte sich die finanzielle Lage des Betriebs in den letzten Monaten dennoch wieder stabilisiert. Ich blicke sehr sorgenvoll auf die aktuelle Lage. Die aktuellen Entscheidungen haben auch uns sehr getroffen in den kleinen Geschäften der Innenstadt. Wir müssen schauen, was die Zukunft uns bringt. Wir hoffen, dass die Kunden uns weiter die Treue halten, damit sie auch in den folgenden Monaten und Jahren eine kleine, belebte Innenstadt beibehalten und es lohnenswert ist, in die Innenstadt zu kommen. Wir sind überzeugt, dass das irgendwann wieder seinen normalen Gang geht. Bereits in der Vergangenheit beobachtete Birger Nickel ein verändertes Kaufverhalten der Kunden. Sie bestellten oder informierten sich zunehmend im Internet. Umso wichtiger wurde es, das Ladengeschäft noch attraktiver zu gestalten. Dazu gehört es ihm zufolge, dass auch die Anziehungskraft der Innenstadt steigt. Aus diesem Grund ist das Fahrradgeschäft dem 2016 gegründeten Verein der Altstadthändler Parchim beigetreten. Zusammen organisieren die ansässigen Gewerbetreibenden Veranstaltungen. Wir müssen stärker die Innenstädte beleben. Wir müssen bessere Parkkonzepte schaffen. Wir müssen das für die Fußgängerzonen attraktiver gestalten. Es muss sich lohnen, in die Innenstadt zu kommen. Es kann durch kleine Aktionen, durch große Aktionen, die auch Zusammenarbeit mit der Stadt oder mit der IHK erforderlich sind, eine bessere Zusammenarbeit zu gewähren, um den Leuten das Einkaufen in kleinen Städten oder auch in kleinen hübschen Geschäften zu ermöglichen und zu gewährleisten, dass die auch in Zukunft noch für alle Kunden da sind. Zweirad Nickel veranstaltet seit 2009 den Parchimer Triathlon. Mit mehr als 200 Teilnehmern ist der Wettbewerb eine lokale Attraktion. Gemeinsam mit der Stadt unterstützen die Parchimer Altstadthändler attraktive Angebote und Neugründungen von Unternehmen. 2019 wurde der Verein dafür mit dem Sonderpreis der Erfolgsraum Altstadt ausgezeichnet. Ja, liebe Zuschauer, ein interessanter Einblick in ein Unternehmen, das in der Innenstadt von Parchim zu Hause ist. Herr Mantai, wie machen Sie das hier in Wismar? Was spielt die Innenstadt für eine Rolle für Sie? Die Innenstadt ist für uns eine sehr wichtige Rolle. Im Endeffekt haben wir aber dieses Jahr eine gute Frequenz von Urlaubern gehabt. Das hat uns sehr gut geholfen. Aber die Einwohner sind für uns schon sehr wichtig. Und insofern hoffen wir, dass natürlich die Innenstadt an sich weiter gut frequentiert wird. Ich glaube, hier in Wismar stehen wir ganz gut da. Wir haben relativ wenig Leerstand und der Branchenmix ist auch für so eine Größe der Stadt gut angemessen. Frau Richter, was muss in den Innenstädten passieren? Also Wismar ist vielleicht noch ein Vorteil, Welterbe und andere Themen spielen hier eine Rolle in Wismar, aber in kleineren Städten vor allen Dingen. Was tut die IHK da auch?
Wismar hat wirklich eine besondere Rolle. Insgesamt alle Innenstädte, die sehr viele Touristen auch bei sich begrüßen dürfen, weil die Touristen sind ganz treue Kunden des stationären Einzelhandels. Das zeigt auch die Studie zum Online-Kaufverhalten der Menschen. Insofern ist das ein echter Stabilisierungsfaktor auch in Wismar und in anderen Orten. Wir sehen aber, wie Sie gesagt haben, die Orte, die eben das nicht haben, diese Stabilisierungsfaktoren, dass die vor großen Herausforderungen stehen. Da versuchen wir natürlich anzusetzen, indem wir mit den City-Managern sprechen, mit den Städten, zu schauen, wie kann man die Innenstadt attraktiv machen, wie kann man da auch ein bisschen Erlebnis schaffen, wie kann man das verbinden mit Veranstaltungen. Das ist natürlich in diesem Jahr ein bisschen schwierig, mit Veranstaltungen dann die Menschen in die Innenstädte zu locken. Aber es gibt ja auch Kampagnen, die laufen, zum Beispiel Einkauf mit Herz, das der Handelsverband zusammen auch unter anderem mit uns und gefördert von der Landesregierung aufgesetzt hat. Als IHK haben wir den Wettbewerb Erfolgsraum Altstadt ins Leben gerufen, schon vor einigen Jahren. Und auch da versuchen wir darauf hinzuweisen und zu zeigen, dass es ganz tolle Unternehmen in der Region gibt. Viele kennen ja gar nicht die Unternehmer eigentlich um die Ecke, und die immer wieder zu zeigen und zu sagen, Mensch, kauft doch vor Ort, unterstützt doch eure Unternehmen vor Ort, weil es gibt hier ganz tolle Unternehmen und man muss einfach nur so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen in seinen Innenstädten, und dann kann man auch eigentlich viel besser einkaufen, als würde man eben versuchen, alles nur im Internet zu suchen. Frau Richter, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, auch an Herrn Mantai. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Thema war der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern. Verbunden natürlich mit neuen Ideen und Dienstleistungen, die den Einzelhandel stärker machen. Schalten Sie auch wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Wachstumsregion Westmecklenburg. Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Wachstumsregion Westmecklenburg, das Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.